Und damit einen wunderschönen guten Abend hier in der Allianz Arena zum Rückspiel Bayern München gegen Villarreal in der Champions League. Heute Ihr Kommentator ne Neues, er freut sich schon genauso wie Sie auf die Partie. Bayern hat ja im Hinspiel 1:0 in Villarreal verloren. Man kann sagen glücklich, aber auch unglücklich. Sie hätten auch 2:0 verlieren können. Aber sie hätten auch mehrere Tore schießen können. Also, ja. Lewandowski hat auch nicht getroffen. Der wird heute natürlich auch ein wichtiger Faktor sein. Das steht, denke ich mal, außer Frage. Er wird heute auch, denke ich mal, alles zeigen. Leroy Sané. So, jetzt hier Aufstellung, let's go. Im Tor bei Bayern Neuer, dann haben wir Hernandez, Süle, Upamecano, Pavard auf der Verteidigungslinie, Goretzka, Kimmich natürlich auf der Doppel-6, dann einmal im offensiven Mittelfeld Müller, Coman, Sané, die werden natürlich im Spielverlauf tauschen und dann vorne drin Robert Lewandowski, 4-2-3-1. Dann Rulli im Tor. Davor haben wir Estupiñán, Torres, Albiol und Ori. Dann Moreno, Parejo, Rodriguez, Moreno. Die haben zweimal Moreno. Dann Danjuma und Lo Celso vorne im Sturm. 4-4-2. So werden das wahrscheinlich die Villarrealer beginnen. So, jetzt live in der Allianz Arena. Anstoß Bayern München. Die Bayern müssen mindestens mit 1:0 gewinnen. Dann geht's in die Verlängerung. Celso bringt den Ball auf Parejo, der bringt den Ball gut auf Danjuma. Upamecano steht nicht perfekt, er schießt, aber Neuer ist da. Erste Torannäherung auch von Villarreal. Und die ist nicht ungefährlich. Hier nochmal. Bei einem anderen Torhüter wäre der wahrscheinlich reingegangen. Die Bayern müssen aufpassen, das ist kein sicherer Sieg. Jetzt Parejo mit der Ecke. Bringt sie gut, aber da steht dann Coman am ersten Pfosten. Ball noch nicht geklärt, aber jetzt ist Neuer dran und dann ist der Ball eigentlich ziemlich geklärt. Jetzt Lewandowski, jetzt legt er den Ball mit mehr Glück auf Kingsley Coman. Zweiten Pfosten wäre Leroy Sané, der wird aber gut von Aurier geklärt. Jetzt aber trotzdem wieder Lewandowski auf Hernandez. Hernandez jetzt auf Leon Goretzka. Goretzka jetzt auf Hernandez. Hernandez jetzt auf Kingsley Coman am zweiten Pfosten. Steht Leroy Sané, der geht vor, aber der ist dann halt, da ist die Flanke dann zu gefährlich. Und am Ende dann kein Problem für Rulli. Den hält er ohne Probleme. Jetzt Leroy Sané. Auf Lewandowski, der auf Thomas Müller. Müller jetzt auf Kimmich. Lewandowski jetzt auf Kingsley Coman. Kingsley Coman wieder auf Lewandowski. Der auf Thomas Müller. Müller jetzt im Ballbesitz. Der nochmal auf Kimmich. Kimmich will ihn schön machen, aber der geht nicht mal aufs Tor. Ist jetzt nicht, wo er hinspielen soll. Jetzt sieht er ja Kingsley Coman, aber der ist dann halt auch nicht gefährlich dabei. Und wird dann easy abgefangen. Jetzt vielleicht kleines Konterspielchen. Danjuma jetzt. Danjuma schießt. Neuer Held. Nachschuss nicht. Immer noch die Villarreal-Spieler, aber gefährlicher Angriff, aber dann am Ende doch nochmal mit Glück verteidigt von Niki Süle. Jetzt Lewandowski bringt den Ball auf Leroy Sané, dieses Mal kommt er auch an, dann kann Leroy auch was mit dem Ball, legt den Ball nochmal ab auf Thomas Müller, aber der wird dann verloren. Jetzt gefährlich, Nachschuss und Neuer. Also es ist gefährlich, was die hier machen. Hier nochmal die gute Parade von Manuel Neuer. Jetzt Ecke, aber da steht am ersten Pfosten wieder Kingsley Coman. Parejo. Parejo in der Mitte und geklärt erstmal. Aber Villarreal macht Druck, Danjuma auf Parejo. Abgefangen, Pavard, Nachschuss und Neuer im Nachfassen. Also Villarreal aktuell die bessere Mannschaft. Die Bayern kommen nicht ganz aus ihrer Komfortzone raus. Jetzt Lo Celso. Im Abschluss sind die Villarrealer aber schlecht.
Und die Bayern müssen langsam ein Tor machen, weil sonst fliegen sie raus. Jetzt Müller auf Lewandowski, der auf Thomas Müller. Müller jetzt auf Lewandowski, der auf Bizeps Goretzka, der geht vorbei. Jetzt raus auf Leroy Sané, der Ball. Leroy Sané gegen Estupiñán setzt sich durch, er schießt, aber Rulli. Nachschuss Goretzka, nein, Rulli kommt nochmal hin und Halbzeit. Zur Pause steht's 0:0 für beide Mannschaften. Unverdient, also Villarreal müsste eigentlich führen nach den Chancen. Lewandowski hatte auch nur einen Versuch. Also den lassen sie aktuell gut aus dem Spiel raus. Aber jetzt sehen wir uns dann in der zweiten Halbzeit wieder und hoffentlich mit ein bisschen mehr Spannung. Anstoß zur zweiten Hälfte Villarreal. Lewandowski legt den Ball raus auf Hernandez. Der auf Leroy Sané. Leroy Sané jetzt auf Thomas Müller. Müller jetzt im Ballbesitz. Thomas Müller. Der legt den Ball auf Kingsley Coman. Kingsley Coman schießt 1-0 Bayern. Kingsley Coman. 48. Spielminute. Macht er den Ball rein? Hier die ganzen Münchner Fans. Wieder ausverkaufter Stadion. Kingsley Coman legt ihn dann flach vorbei an Rulli. Also das ist stark gemacht hier. Also, den hätte man auch halten können, aber es ist egal, Ball ist drin, Tor zählt und jetzt steht's wieder unentschieden. Also jetzt müssen beide Mannschaften kommen für ein Weiterkommen. Stark gemacht von Leon Goretzka, jetzt Lewandowski auf Thomas Müller, Müller jetzt im Ballbesitz, der auf Leroy Sané. Sané jetzt, Leroy Sané, Leroy Sané und Torwartpatzer, 2-0 Bayern. Der Doppelschlag der Bayern. Leroy Sané, aber den hätte man auch wieder halten können. Also Rulli heute nicht in Topform. Er ist dran am Ball, ja, aber er lässt ihn dann halt auch durchflutschen. Hier, der Schuss von Leroy Sané lässt er durchflutschen. Den hätte man halten können. Benji Pavard muss aufpassen. Moreno, Schuss Neuer. Jetzt geht Danjuma durch, bringt den Ball aber Neuer. Neuer rettet die Bayern. Hier nochmal der Schuss von Danjuma. Hat er gut getroffen, aber Neuer ist dann natürlich auch wieder on fire. Jetzt die darauf folgende Ecke von Parejo bringt sie. Da kann er köpfen. Niki Süle passt auf. Jetzt ist da Moreno da. Aber Benji Pavard passt auf. Jetzt Leroy Sané auf Thomas Müller, der direkte Konterschlag. Jetzt Leroy Sané auf Müller jetzt wieder. Der auf Musiala, frisch reingewechselt. Der auf Goretzka. Goretzka jetzt im Partnerspiel mit Lewandowski. Lewandowski jetzt im Ballbesitz. Kann Meter machen. Lewandowski macht Meter. Lewandowski jetzt bringt den Ball auf Leroy Sané. Aber dieses Mal abgefangen von Rulli. Leroy Sané auf Müller, der weiter wieder auf Leroy Sané, der jetzt im Ballbesitz. Leroy Sané. Kann abziehen, bringt den Ball auf Müller, Thomas Müller und dieses Mal aber Rulli. Dieses Mal passt Rulli auf. Jetzt Ecke wieder für die Bayern. Ich würde gerne eine Wiederholung haben. Vom Schuss bekomme ich anscheinend nicht. Nee, Ecke jetzt für die Bayern. Joshua Kimmich wird die Ecke ausführen. Leroy Sané geht und dafür kommt Serge Gnabry. Kimmich jetzt mit der Ecke, bringt sie rein auf so, Pfosten. Pfostentreffer nach der Ecke. Jetzt Goretzka legt den Ball ab auf Lewandowski, der bringt den Ball auf Thomas Müller. 3-0. 3-0 für die Bayern. Bombenmäßig gespielt. Also die Bayern. Erst mit dem Pfostenpech und dann Lewandowski auf Thomas Müller und hier nochmal das schöne Tor des deutschen Nationalspielers. Der Ball war jetzt wirklich unhaltbar für Rulli. Also da kann er echt nichts machen. Aber ja, 3-0 Bayern. Also aktuell wären sie mit 2 Toren Vorsprung in der nächsten Champions League Runde. Da jetzt auf Goretzka. Goretzka legt den Ball ab auf Thomas Müller, der auf Goretzka oben ist. Lewandowski frei. Er passt zu Serge Gnabry. Serge Gnabry, aber Rulli. Rulli heute auch trotz seinen 2 Patzern trotzdem stark. Hier bekommt er die Finger nochmal hin. Ecke jetzt wieder ausgeführt von Joshua Kimmich. Choupo-Moting kommt für Lewandowski.
Kimmich jetzt bringt die Ecke kurz auf Serge Gnabry. Gnabry jetzt geht vorbei. Thomas Müller wieder auf Gnabry. Jetzt muss Musiala ein bisschen Platz. Kann abziehen, zieht ab. Aber der Ball geht dann über die Latte. Gelb-rote Karte für Leon Goretzka nach dem Foul hier. Gelb-rote Karte für Leon Goretzka. Also das Foul war zweimal unnötig. Nicht mal am Strafraum. Auf der Mittellinie. Gelb-rote Karte für Leon Goretzka. Jetzt Parejo gegen Benji Pavard, geht da vorbei, jetzt bringt er die Flanke, aber Niki Süle passt auf und Eckball jetzt für Villarreal. Jetzt ausgeführt von Parejo, Miandi im Spiel jetzt, Upamecano köpft den Ball weg, 3 Minuten Nachspielzeit jetzt. Jetzt Torres noch auf Capui, Lloyd Gelso auf Moreno, der bringt jetzt den Ball, aber gut aufgepasst von Hernandez. Jetzt vielleicht direktes Konterspiel, Musiala auf Gnabry, der auf Choupo-Moting, alle noch frisch. Der jetzt auf Kimmich, der wieder auf Choupo-Moting, der jetzt raus auf Benji Pavard, der auf Kimmich. Kimmich jetzt auf Serge Gnabry jetzt aus, das Spiel ist aus. Die Bayern gewinnen 3:0 und ziehen damit souverän in die nächste Champions-League-Runde ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Schreibt gerne euren Tipp rein und ob die Bayern weiterkommen. Würde mich freuen. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Spiel. Hoffentlich gewinnen die Bayern. Und dann schönen Abend noch. Euer Neues. Tschüss.